Hallo Kackbratzen. Ein Titel, den ihr in den Kommentaren nun schon öfters erwähnt habt, ist ein großartiger Kultplattformer, der 1997 für die PlayStation veröffentlicht wurde. Auch damals erhielt dieses Spiel durch die Bank positive Kritiken, aber irgendwie war es dann doch kein so rechter kommerzieller Erfolg. Wenn man aber auch nur 2 Minuten gespielt hat, kann man verstehen, warum dieser Titel so beliebt ist. Der Plattformer macht nicht nur optisch eine sehr gute Figur, sondern bietet auch ein traditionelles Gameplay mit einer enormen Spieltiefe, das über Stunden den Spieler an den Bildschirm fesselt. Heute sprechen wir über den Kultklassiker Tomba, bzw. Tombi, wie bei uns in Europa das Spiel geheißen hat. Entwickelt wurde das Spiel von der japanischen Entwicklerbutze Whoopi Camp, das wohl eines der irritierendsten Logo-Soundeffekte aller Zeiten hatte. Auch wenn der Name des Studios vielleicht etwas nichtssagend ist, mag es vielleicht überraschend sein, dass der Gründer niemand anderer ist als Tokuro Fujiwara. Für alle Kackbratzen, die auch jetzt noch keinen blassen Dunst haben, von wem hier die Rede ist. Tokuro Fujiwara ist einer der größten und kreativsten Köpfe der Videospielindustrie. Für Capcom entwickelte er nicht nur mit Sweet Home eines der ersten Survival-Horror-Spiele, sondern war auch für dessen spirituellen Nachfolger Resident Evil verantwortlich. Des Weiteren entwickelte er Kultklassiker wie Ghosts and Goblins oder auch Bionic Commando und war zudem noch Produzent der Mega Man-Serie. Nach 13 Jahren bei Capcom hatte er jedoch die Schnauze voll, nahm sich endlich seine wohlverdienten 3 Tage Resturlaub und gründete mit Whoopi Camp endlich sein eigenes Studio. Die Entwicklerbutze sollte allerdings kein langes und erfülltes Leben haben, denn nach Tomba und dessen Nachfolger Tomba 2 hatte man die Schotten wieder dicht gemacht. Wie gesagt, war Tomba nicht gerade ein kommerzieller Erfolg, was dem Entwicklerstudio das Genick gebrochen hatte, bevor man die Welt der Videospiele revolutionieren konnte. Die Geschichte des besten Plattformers, den niemand spielte, handelt von einem wilden Jungen mit rosa Haaren, der auf den Namen Tomba hört. Ein Rudel fieser Schweine haben ihm sein wertvolles Armband gestohlen, ein Geschenk seines Großvaters. Er macht sich nun auf die Jagd nach diesen Schweinen, um ihnen mal kräftig die Haxen langzuziehen. Bei seiner Reise kommt Tomba auch in ein Dorf, wo er auf einen 100 Jahre alten Waisen trifft. Dieser erzählt ihm, dass die Schweine plötzlich aus dem Nichts auftauchten, um das Land in Schutt und Asche zu legen. Da Gold der Quell ihrer Macht ist, haben sie auch Tombas Armband geklaut und nun liegt es an euch, dem rosahaarigen Burschen zu helfen, damit er nicht nur das Geschenk seines Großvaters wieder bekommt, sondern auch das Land von der Schweinepest zu befreien. Just remember, be very careful. Die Geschichte ist jetzt nicht wirklich tiefgründig und tatsächlich ist sie jetzt auch nicht der Mittelpunkt des Spiels. Auch wenn Tomba eine schier unüberschaubare Menge an Quests hat, liegt die Hauptaufgabe trotzdem darin, 7 Taschen zu finden, die jeweils Aufschluss über den Ort von 7 verschiedenen Höhlen geben, in denen sich die Schweinepriester verstecken. Das Auffinden der Taschen ist aber leichter gesagt als getan und man wird auf seiner Reise unzählige verrückte Orte erkunden, von denen jede einzigartige Herausforderungen mit sich bringt. Wir reisen zum Beispiel in den mit Sporen infizierten Zwergenwald, wandern über den Phoenixberg, auf dem eine sehr steife Brise weht und kommen auch durch das Dorf Bacchus, dessen Einwohner in Mäuse verwandelt wurden. Jeder neue Standort hat sein eigenes, einzigartiges Aussehen und seinen eigenen Stil, der in wunderschönen Farben präsentiert wird. Die Grafik ist mit Sicherheit das Highlight am Spiel. Trotzdem ist die Grafik aber bei weitem nicht das Einzige, was das Spiel so großartig macht. Wie bereits erwähnt, ist die Vielfalt der Quests fantastisch und das Spiel wird somit nie langweilig oder eintönig. Bei manchen geht es nur darum, einen Gegenstand zu finden und ihn einem Charakter zu bringen, aber spätere Aufgaben werden wirklich komplex und rätselhaft. Manchmal wird euer komplettes Können abverlangt, um jeden einzelnen Teil abzuschließen und trotzdem gibt es immer wieder gute Gründe, in alte Bereiche zurückzugehen. Denn auch wenn man meint, schon alles gesehen zu haben, gibt es trotzdem noch immer eine Menge zu entdecken. Tomba kombiniert eine 2D-Plattformbasis mit Elementen der Metroidvania-Erkundung und einer einzigartigen vernetzten Welt. Dies macht Tomba zu einem ganz besonderen Titel für die PS1, aber auch genau darin besteht auch die Krux des Spiels. Die schiere Quantität vermisst teilweise den Fokus auf das Wesentliche, was das Spiel manchmal zu einer unglaublich frustrierenden Herausforderung macht.
Klassisch steuert man Tomba über eine Vielzahl von Pseudo-3D-2D-Bildschirmen, von denen viele Vordergrund- und Hintergrundelemente haben, zwischen denen man an bestimmten Stellen wechseln kann. Das ist clever gemacht und funktioniert sogar sehr gut. Tomba kann nicht nur springen, sondern auch Felsvorsprünge oder Gegenstände ergreifen. Letztere können dann auch auf Feinde geworfen werden. Zudem gibt es noch einen Fun-Angriff, mit dem man nicht nur Gegner betäuben, sondern auch Schalter umlegen kann. Grundsätzlich ist Tomba ein flinker Bursche, vor allem wenn er sich wie Tarzan durch die Gegend schwingt. Allerdings kreiert diese Mechanik auch eine Reihe an unnötigen Todesfallen, bei denen man ganz gerne und sehr oft seine Zähne im Controller versenken möchte. Häufig erfordern einige Passagen auch blinde Sprünge, die mitunter ganz gerne mal in die Hosen gehen. Es mag ja sein, dass man das Spiel somit ein wenig herausfordernd gestalten wollte, aber bei so vielen Situationen, in denen man grundlos ein Leben verliert, kann man schon von einem frustrierenden Designfehler sprechen. Das ist einfach unfair und komplett unnötig, womit man nicht nur nicht dem Spiel einen Gefallen getan hat, sondern in erster Linie den Spielern. Jeder Abschnitt endet klassisch mit einem Bosskampf. Auch hier verliert das Spiel ein wenig von seinem Glanz, denn die Kämpfe sind ab dem dritten Mal komplett langweilig und auch komplett vorhersehbar, da sie auch immer gleich ablaufen und das, obwohl die Schweine ihre Angriffe wechseln. Wie bei vielen Titeln dieses Genres wird man im Laufe des Spiels neue Fähigkeiten freischalten können. So erhält Tomba zum Beispiel ein paar neue Hosen, mit denen er seine Sprunggeschwindigkeit erhöhen kann. Eine Tiersprintfunktion, mit der er wie eine Mischung aus Blanka aus Street Fighter und der Hulk dann auf allen Vieren durch das Level rennen kann, und natürlich gibt es eine Vielzahl an neuen Waffen. Mit den neuen Fähigkeiten kehrt man dann in bereits abgeschlossene Bereiche zurück, um somit ehemals verschlossene Bereiche entsperren zu können. Im Prinzip nichts, was man damals nicht auch schon in anderen Spielen gesehen hat. Mal abgesehen von den halluzinogenen Pilzen, die Tomba entweder zum Lachen oder zum Weinen bringen. Womit sich Tomba aber von vielen anderen Genrevertretern unterscheidet, sind nicht nur die Hauptquests, sondern eben auch die unzähligen Unterquests, mit denen man unfassbar viel Zeit verbringen kann. Diese Quests sind aber nicht nur schickes Beiwerk, sondern auch nötig, um genügend Abenteuerpunkte zu sammeln, um auch noch jeden Bereich im Spiel passieren zu können. Es ist aber nicht nur die Anzahl so unfassbar beeindruckend. Jedes dieser Unterquests ist einzigartig und auch wenn die Aufgaben sich ähnlich anhören, kommt niemals Langeweile auf. Es gibt auch eine Reihe versteckter Unterquests abseits der ausgetretenen Pfade. Es lohnt sich also auch noch, jeden Stein im Spiel umzudrehen. Das Problem mit dieser Vielzahl an Aufgaben ist nur, dass man vielleicht schnell den Überblick verliert, was nun ein Hauptquest und was ein Nebenquest ist. Es gibt zwar ein Questlog, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass man sich etwas verloren fühlt. Und das gilt auch für die Dörfer im Spiel, die als Knotenpunkte dienen. Es gibt so viel zu sehen und zu tun, dass man einfach den Überblick verliert. Wo das Spiel aber absolut punkten kann, ist die Grafik. Hier hat man wirklich ein visuelles Feuerwerk abgeliefert, das auf der PS1 damals schon großartig war und auch heute noch eine besonders gute Figur macht. Besonders wenn man den Titel auf der PS Vita spielt, wenn man vor einigen Jahren die Chance ergriffen hatte, sich den Klassiker im PSN Store zu shoppen. Seltsamerweise ist das Spiel heute im PSN Store unauffindbar und ganz schlimm wird es, wenn man sich die Gebrauchtpreise zu Gemüte führt. You don't understand, why are you doing this, bro? I've been doing shit all day, bro, and you play you no matter what, bro. I don't... Die Spielwelt ist jedenfalls eine Pracht. Alles wirkt so farbenfroh und lebendig. Jedes Level, durch das wir kommen, hat einen eigenen Charakter und jedes Mal gibt es unzählig viele Details zu entdecken, ganz egal, ob wir über weitläufige grüne Hügel laufen oder durch den Zwergenwald. Man hat definitiv nicht mit Farbe gespart und in jedes noch so kleine Element unheimlich viel Liebe reingestopft. Das Leveldesign ist auch hervorragend gelungen und besonders toll sind die flüssigen Pseudo-3D-2D-Übergänge mit der nahtlosen Mischung aus Vorder- und Hintergrundelementen, und erkundet man die Dörfer, wechselt die Perspektive nochmals in eine mehr isometrische Ansicht. Auch das Charakterdesign ist auf den Punkt gebracht. Tomba selbst ist ein unvergesslicher Protagonist mit seinen leuchtend rosa Haaren und der amüsanten Animation. Auch was die Feinde betreffen, darf man sich auf eine besonders bunte Vielfalt freuen, und besonders putzig sind die kleinen Mäuse-NPCs mit ihren übergroßen Hüten. Tomba ist schon allein wegen der Grafik ein unvergessliches Ereignis und sticht in der Masse aller anderen Plattformspiele hervor. Es ist wirklich eine Schande, dass das Spiel kein wirklich großer Erfolg war und leider eben dann doch in der Menge untergegangen ist. Womit Tomba nun keinen Blumentopf gewinnen kann, dann ist es die Musik. Die klimpert eher gewöhnlich vor sich hin.
Auch wenn die Soundeffekte großartig sind und auch der Soundtrack albern genug und perfekt für einen Plattformer ist, ist er nicht etwas, was einem wirklich im Gedächtnis bleibt. Jeder sollte zumindest einmal im Leben Tomba gespielt haben. Es ist zwar ein Plattformer wie so viele andere, aber aufgrund des Designs und den unzähligen Quests ist das Spiel aus der Feder von Tokuro Fujiwara wirklich ein einmaliges Erlebnis. Man hat damit vielleicht nicht die Videospielwelt revolutioniert und da man das Entwicklerstudio auch schon vorzeitig schließen musste, hatte man auch nicht die Gelegenheit dazu, aber trotzdem ist Tomba zu Recht ein Kultklassiker. Aufgrund des sehr überzogenen Preises für eine gebrauchte Version lohnt sich definitiv ein Ausflug nach Romhausen, auch wenn das sehr, sehr schade ist. Aber selbst im PSN Store kann man das Spiel nicht mehr kaufen und somit bleibt leider die Piraterie der einzige Ausweg, um Spiele weiter am Leben zu erhalten. Es lohnt sich, einen Blick auf Tomba zu werfen, denn auch wenn gut über 25 Jahre vergangen sind, hat die Zeit dem Spiel absolut nicht geschadet, wenn wir mal von ein paar kleineren Designfehlern absehen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.